Eine Floßfahrt auf der Isar ist ein riesiger Spaß. Vor allem, wenn es die Floßrutschen runtergeht und 42 Stundenkilometer erreicht werden. Für gewöhnlich ist so ein Floß 18 Meter lang, 6,80 Meter breit und rund 20 Tonnen schwer. Früher, also damals, ab dem 13. Jahrhundert, diente die Flößerei hauptsächlich dem Warentransport, aber auch dem Personenverkehr. Ein Floß war also quasi eine Art Wasserbus. Seit 2014 gehört die Flößerei zum immateriellen Kulturerbe der UNESCO und der Filmemacher Walter Steffen hat den Isar-Flößern mit seiner Dokumentation Forma Orbi am Wasser ein filmisches Denkmal gesetzt, das im Rahmen des Dockfestes München Premiere gefeiert hat. Mit dabei auch Titus Vollmer, der die Filmmusik beigesteuert hat, und Willi Michel. Passenderweise hat der Isar-Indianer seine Flusshymne Isar flimmern vor der Leinwand zum allerbesten gegeben. Es ist ein Isar flimmern, wo alle Nacketen sind. Die Schanner nur Zungen, weil seine Nacketen an. Und es ist ein Wahnsinnszahn auf dem weißen Kies in der heißen Sommersonne direkt neben dir. Und du sagst zu ihr, mein Freund, gestatten Sie mir, Sie einzuladen, heute Abend in die Premiere von Forma Orbi am Wasser. Ich sage Ihnen, es wäre der Wahnsinn. Oh yeah. Ich glaube, es ist mit der aufregendste Moment eines Filmemachers, wenn sein Baby auf die Welt kommt. Und das ist jetzt gleich. Ja, ich bin natürlich ein bisschen aufgeregt. Fahren wir oben am Wasser, hängen wir das Ruderl ans Arm, sehen wir hinterher zum Dirndl, sitzen wir nieder auf Baum. München wäre ohne die Flößer nicht da, ganz einfach. So kann man das sagen. Also ohne die Flößer hätte München nicht so wachsen können. Und hätte nicht zur Hauptstadt werden können, weil die Flößer haben die ganzen Baumaterialien geliefert aus dem Oberland. Die haben die Waren geliefert aus Venedig, südlich der Alpen. Die Flößer haben einen großen Beitrag geleistet, dass München zu einer prosperierenden Handelsstadt werden konnte. Und diese Geschichte versuchen wir auch mit dem Film zu erzählen, unter anderem. Das ist unser Flosshaus, das ist unser wichtigstes Werkzeug. Und so wird das Floss zum Mauer, und mehr haben wir nicht. Wir brauchen ihn mehr nicht. Ja, da brauchst du nichts sagen. Die wissen genau jeder, was er machen muss und was er tun muss. Ich bin jetzt in der vierten Generation. Mein Urgroßvater, der hat da das Flussgeschäft schon gehabt. Ich sag mal, in dem Film ist es so, dass wir mit 23 Protagonisten 23 unterschiedliche Aspekte der Flößerei beleuchten. Aber es geht bestimmt noch mal 10-mal mehr. Als ich angefangen habe, den Film zu machen, nicht gedacht, wie facettenreich, wie tief die Geschichte geht. Und wir hätten noch viele Legenden und Sagen zu erzählen. Also es ist tatsächlich, wenn man sich mit der nahen Umgebung, in der man lebt, mit der Region beschäftigt, wird es zu einer Schatzkiste, wenn man da schaut, was können wir erzählen. Und das finde ich, find ich bemerkenswert. Je näher man hinschaut, desto mehr kann man entdecken. Vor 200 Jahren war die Welt eigentlich schon komplett andere. Es sind harte Arbeitsbedingungen, das können wir uns ja heute gar nicht mehr vorstellen. Wir sind ja so bequeme Leute geworden und uns geht es so gut. Die Flößerei, ohne die wäre ganz sicher alles anders, wie es heute ist. Da war vielleicht unsere Landschaft nicht so schön, weil wir nicht so viele Rodungsflächen hätten. Aber es war eine fürchterlich harte Arbeit. Es hat sehr viele Tote gegeben und Schwerverletzte bei der Holzarbeit. Es gab Stromschnellen, es gab Überfälle. Es gab ja Räuber, die wirklich auf diese Flößer gewartet haben, weil die haben ja wirklich Geld oder Waren bei sich gehabt. Wir leben in einer unglaublich glücklichen Zeit. Wir laufen eigentlich nicht mehr Gefahr, dass wenn wir unsere Berufe ausüben, dass wir uns dabei schwer verletzen oder teilweise ums Leben kommen. Und wenn man den Film anschaut und sich damit beschäftigt, auch ich als Filmemacher, dann merkt man, die Zeiten waren ganz andere. Also es war über viele Jahrhunderte so, dass die Menschen, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen, um leben zu können, tatsächlich mit den Widrigkeiten der Natur umgehen mussten. Und das war gefährlich in den Zeiten vor 500 Jahren, vor 1000 Jahren.
Und das zeigt der Film ein bisschen. Und ich denke mir, wenn wir das ein bisschen relativieren können nach dem Film dann, die Zuschauer auch, und sich bewusst machen, in welchen glücklichen Zeiten wir heute leben, dann ist das gut. Dann finde ich das schön. Du musst ein Eifal lenkrit bei Zerz und bei Ravis und dann in der Bublinger Au wird die Zeit angehalten in der Sommersonne auf dem weißen Kies. Ich sage euch, es ist ein Isarflimmern mitten im Paradies. Es ist ein Isarflimmern mitten im Paradies. Die Flüsse haben die deutschen Dichter von jeher inspiriert. Und das kommt ja nicht von ungefähr. Diese Flüsse fließen seit Urzeiten. Und sie leben ja auch in uns. In unserer DNA ist unser Zusammensein mit dem Fluss festgelegt. Das ist festgeschrieben. Und auch unsere Beziehung dazu. Und ich habe auch versucht, in dem Film so ein bisschen das Atmosphärische mitzunehmen und dem Fluss auch eine gewisse Magie und was Verzaubertes zu geben, was er für mich auch tatsächlich hat. Also was die Flüsse für mich haben, die Loisach und die Isar, beide Flüsse natürlich. Für mich ist eine tiefe Beziehung entstanden zum Fluss, zu Isar und zur Loisach. Die hat sich sehr vertieft durch den Film. Und die Verbindung, die ich jetzt zu dem Fluss habe und die auch die Flößer zu dem Fluss haben, ist eine sehr tiefe und innige. Und dadurch ist auch unsere Beziehung eine sehr tiefe und innige geworden. Warmer auf Minga mit dem Fluss. Da geht's viel schneller als wir mit dem Ross. Isar ist mein Leben. Das ist die Ader. Das Wasser, das gehört zu unserem Leben dazu.